Konnichiwa Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part von Overwatch. Ja, es ist ja dieses neue, ja, Jubiläum ist jetzt da. Und Happy Birthday to you! Ach, nein, Spaß. Ich habe im letzten Part 1 vs. 1 gemacht, da haben wir eine neue Map gesehen. War ziemlich cool, muss ich sagen. Ich hatte Angst zu verlieren, aber wir haben entscheidend gewonnen, sage ich mal. Spielen. Da gibt es ja im Arcade-Modus, gibt es hier noch was. Dieses 6 vs. 6, totales Chaos. Es scheint neu zu sein. Und ich möchte mal ausprobieren, was genau das ist und was man da machen muss. Und mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Dedem. Dedem. Immer dieses Warten, ich weiß. Ich wollte einfach mit Cam machen, weil. Ich mache jetzt den letzten Part und diesen Part habe ich mit Cam gemacht, weil es ist Jubiläum und ich möchte Overwatch danken dafür, dass es dieses Spiel gibt und es mir so viel Spaß macht und dass ich mit so viel Eifer an manche Skins rangehe, also dass ich die haben möchte und dass ich da so, ich weiß nicht, so ehrgeizig da bin. Und das macht sehr viel Spaß. Manchmal, wenn ich wütend bin oder traurig, spiele ich Overwatch und das lenkt mich ab und regt mich ab. Manchmal macht es mich natürlich wütender, wenn ich Pappnasen in meinem Team habe. Wer kennt's nicht? So, Numbani. Diese neuen Skins. Skins. Ich habe schon im letzten Part zu Soldier Genji gesagt. Das war schon schlimm. Was wollte ich jetzt sagen? Also diese drei neuen Maps, die man hatte. Ich habe gesehen am Anfang, da kann man drei neue Maps irgendwie sich angucken. Sind die jetzt bei 1 vs. 1 nur? Mal so gefragt, ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wir waren irgendwie in Ägypten. War cool. Ich bin einmal runtergefallen, hat mich voll geärgert, aber dann ist mein Gegner auch runtergefallen. Ja. Was soll man denn jetzt hier machen? Totales Chaos. Was heißt denn das jetzt? Ist das jetzt. Es gibt 6 vs. 6 Überraschungshelden und das hier ist jetzt neu, aber was heißt das? Ist das jetzt einfach nur ein Match hier oder was? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Ist das jetzt einfach nur ein Match? Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Ich habe keine Ahnung. Wir sind selbstbewusst. Ich spiele jetzt trotzdem dieses Match. Ich habe keine Ahnung. Und irgendwie müssen wir an Lootboxen kommen. Ich will Skins haben. Wobei ich sagen muss, in diesem Arcade, na ist ja nicht Arcade, in diesem Event sind nicht so viele coole Skins bei, muss ich sagen. Also für mich persönlich sind da nicht so coole bei. Also Hanzo sieht geil aus, die kriege ich sowieso nicht. Genji sieht eigentlich auch cool aus. Tracer, es geht. Tracer ist eigentlich auch nicht schlecht. Warum habe ich so viel Leben? Hä? Warum habe ich so viel Leben? Ich habe das Doppelte. Ich habe das Doppelte. Ich habe 300. Wieso? Die haben alle mehr. Die haben alle mehr. Genji hat auch mehr Leben, das sieht man. Ein Okay, das ist ungewohnt, dass sie so viel HP hat. Man darf ja wohl lachen, oder? Oh nein! Oh, was bist du denn? Guck mal, was ich kann. Ich kann mich zurück in die Zug, in die Vergangenheit reisen. Ich bin müde, es tut mir leid, dass ich da so. Ich geh mal. Oh, wie der mich immer trifft, der kleine Pissbeutel. Warum? Warum? Hallo? Oh, wie lange? Will der mich verarschen? Deine Augen werden schwerer. Der verarscht mich! Du kleiner Fickfehler, du! Sorry. Alter, das ist nicht witzig, ehrlich gesagt.
Was ist das? Das habe ich aber noch nie erlebt. Ich kann nichts machen. Und der macht jetzt so lange, bis ich tot bin, oder was? Okay, wer bist du? King Koi, du bist ein kleiner, verfickter Hurensohn. Du kleiner Penner. Drecksbastard. Du kleines Arschloch. Komm mal her. Nee! Du bist so ein Arschloch. Oh, machst du es jetzt wieder? Du bist so witzig. King Spast. Den melde ich nachher. Weil es ein Arschloch ist. Oh, ist der witzig. Lach mich tot. Ja, du bist ganz toll. Du bist ganz toll. Du kannst nur so einen besiegen, indem du die ganze Zeit diese Schlafpistole machst. Weil du ansonsten scheiße bist. Oh, es tut mir so leid für dich. Dass du so armselig bist, mein Freund. Es tut mir leid, du bist so armselig. Oh. Draußen ist ein Helikopter, wenn es gleich laut wird, dann tut es mir leid. Weil hier irgendwo ist, weiß ich nicht. Ja, es wird laut. Okay, es geht. So, King Koi. Okay, King Koi. Komm mal her, du kleiner, abgefickter Huson. Mich interessiert jetzt dieses Spiel nicht. Dieser King Koi. Verpiss dich. Kommt her und lasst euch stabilisieren. Sack. Notwendigkeit. Wo ist King Koi? Da, guck mal. Wo ist er? Ich will an den ran. Ist mir scheißegal. Ich rape ihn sowas zu Tode. Nein, ich will ihn töten! Haha, du kleiner Ficker. Kannst nicht anders, wa? Musst du jetzt sein, Arschloch. Oh, wie mich so eine Leute aufregen. Spaß, ey. Ich konnte gar nichts machen. Vor allen Dingen, was ist das für ein Match? Irgendwie ist... Ich weiß nicht. Highlight des Spiels. Das war sehr komisch. Ich finde das jetzt merkwürdig. Ist einfach ein ganz normales Match, nur wir haben mehr Leben und... Was ist sonst noch? Der 1000. Alter. 1000 HP, WTF. Hat er vorher nicht, oder? King Koi, du bist so eine kleine Fickgeburt. Ich gehe jetzt raus. Totales Chaos, aber das hat jetzt irgendwie keinen Spaß gemacht. Stärke dich und ergib dich dem Chaos. Okay. Karten sind die alle. Treffpunkte, ultimative Aufladungsrate. Oh, okay. Darum hat er auch so schnell seine verfickte Spritze da machen können. Erfülle alle Ziele auf der Karte. Ist nur die Fracht begleiten. Ist jetzt nicht so einzigartig. Es gewittert. Oh, cool. Entdecke neue Spielweisen mit einer sich verändernden Auswahl an Spielmodi, die durch andere Regeln verschiedenen Teamgrößen und einzigartigen Karten hervorstechen. Einzigartige Karten. Ich habe jetzt keine andere Karte gesehen, aber gut. Es gewittert. Nicht, dass jetzt hier irgendwie Stromausfall kommt und dann habe ich umsonst aufgenommen. Cool. Okay, es gewittert wirklich. Cool. Dann mache ich noch einmal 3 vs. 3. Ich glaube, das war ein schnelles Match. Und ich habe sowieso verkackt. Es gewittert und ich liebe es. Ist cool, ich mag Gewitter. Mögt ihr auch Gewitter?
Nur so nebenbei. Ich hab mal Lust auf Widow wieder. Habe ich eigentlich jedes Mal, aber ich spiele sie selten, ehrlich gesagt. Weil ich schlecht bin. Ah, sie sah so hübsch aus. Ah, okay, sie sieht immer noch hübsch aus, aber durch die Experimente ist sie jetzt blau. Man wollte halt ihre, dass sie noch kälter ist. Gefühlskalt. Und dass man sie auch nicht so aufspüren kann, ihren Puls und so niedriger machen. Und das heißt halt... Oh, toll. Immer wenn ich Widowmaker spiele, ne? Immer wenn ich Widow spiele, dann stirbt mein Team. Und jetzt kann ich Widow nicht mehr nehmen, oder? Oh, doch. Das letzte Mal, wo ich das gespielt habe, also wo ich getestet habe, da sind die auf einmal alle ausgegraut gewesen. Ich konnte die nicht mehr benutzen. Also zum Beispiel, ich habe Soldier genommen und den konnte ich im nächsten, in der nächsten Runde gar nicht mehr benutzen. War das also nur ein Fehler oder gehört das jetzt dazu? Was? Ich bin jetzt gerade verwirrt, aber okay. Der hat den neuen Skin, der kleine... Soldier hat einen Skin? Wusste ich gar nicht. Okay, Soldier hat auch einen neuen Skin. Eliminiert. Wer ist denn jetzt noch übrig? Irgendein Sniper, oder? Nein, die war es noch übrig. Oh, es gewittert richtig doll. Yay! Ich mag's, ich mag's, ich mag's. Bananenkeks-LP. Scorpion. Was? Ich konnte gerade nicht lesen. Ah, jetzt geht's los. Jetzt ist ausgegraut. Ich weiß nicht, jetzt darf ich die nicht mehr wählen. Fizzy Chicken. Der Name ist cool. Das Gewitter kommt ein bisschen zu spät. Es sollte eigentlich schon am Wochenende gewittern. Heute ist Dienstag. Guten Morgen. Okay. War klar. Scheiße! Oh Mann, ich habe nicht aufgepasst. Ich wollte eigentlich durchsichtig machen, dass man mich nicht angreifen kann. Habe ich jetzt nicht aufgepasst, leider. Aber den könnt ihr ja wohl fertig machen, oder? Ich hätte mich jetzt stark gewundert, wenn das nicht jetzt geschafft worden wäre. So, wen darf ich jetzt wählen? Widowmaker, ne? Was soll ich machen? Ich kann ja keinen mehr auswählen. Meine Gesichtskrätsche gerade. Ich gucke ja öfters, ob es aufnimmt, weil... Ich habe schon oft dieses Problem gehabt, dass es nicht aufgenommen hat beim OBS. Halt wegen Cam muss ich das ja machen. Deswegen gucke ich öfters dahin. So, kann ja lustig werden. Ich mit Widow. Oh, ich hab den nicht gesehen. Oh Mann. Warum können die jetzt eigentlich ihre Charaktere nehmen, wie sie wollen wieder? Der hat schon wieder McCree. Das ist ein bisschen unfair, ne? Sombra mit blonden Haaren steht ihr nicht. Sie ist so dunkel. Ich finde, das steht ihr nicht. Ist aber nur mein Geschmack. Ansonsten sehen die Haare cool aus. Aber nicht blond. Warum leuchtet sie überhaupt doch so? Ich weiß nicht, sie ist in irgendeinen Leuchttopf gefallen. Sieht aber cool aus. Ui.
Du hast die Ulti! Du hast eine Ulti! Und es gewittert, als ich Ulti sage. Deine Chance! Ah, der hat Mercy nicht erwischt. Scheiße. Aber er kämpft gut. Aber leider wird es gleich zu Ende sein, weil da die Mercy ist. Zielgebiet verfügbar in. Was? Spielentscheidendes. Was? Was ist das denn? Und es hagelt. Nein, nicht jetzt bei der Aufnahme. Nicht jetzt hageln. Es fängt gleich an. Ich muss gleich die Aufnahme beenden. Wir müssen schnell gewinnen oder verlieren. Immer wenn ich aufnehme und es hagelt. Ihr werdet es gleich hören. Ich guck mal kurz, ob man das sieht beim Mikrofon. Gerechtigkeit vollstreckt sich nicht von allein. Los. Matchpunkt. Man hört's, glaube ich, ein bisschen. Dafür kann ich leider nichts. Mein Fenster ist fast neben mir und tut mir leid. Also ich kann ja nichts dafür, dass die Natur jetzt hier verrückt spielt. Würde ich gern. Ich weiß bloß nicht, wo Dings ist. Oh, das donnert ganz schön doll. Das ist eine Metra. Nein, Mercy, wo bist du? Die war woanders. Und da ist noch eine Symmetra. Nein, die ist schon tot, okay. Ja, ich lieg da oben tot. Oh. Okay, umso schneller wir verlieren, umso weniger hört ihr vom Gewitter. Scheiße. Oh, nur noch Mirko? Heißt es Mirko? Nein, Mirko heißt anders. Schreibt man anders. Mikro. Yay, dankeschön. Gut gemacht. Wir haben eine Jubiläums-Lootbox erhalten. Und es wird immer stürmischer. Ich muss mich beeilen. Jetzt hört man's. Bananenkeks-LP. Lustiger Name. Ich mag Bananen nicht, aber ich mag Kekse. Also ist dein Name gut. Wenn du das Video siehst, ich grüße dich. Mein Spaß. Oh, es ist doof, dass ich jetzt vom Gewitter reden muss. Aber ich kann nichts dafür. Match verlassen. So, und ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein. Und bis dann.